So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe heute im Prinzip die ähnliche Schicht wie gestern, nur ein bisschen anders. Weil den Zug, den ich gestern hätte schieben sollen, den werde ich heute selber fahren. Und fahre aber dann einen anderen Zug zurück. Und ja, das war heute schon ein bisschen turbulent, weil der Zug stand dann eine ganze Weile jetzt bei Donauwörth, weil da scheinbar irgendein Brückenschaden war. Und jetzt hat er es scheinbar doch nach München geschafft und ja, mal schauen, wie es heute läuft. Ja, mein Zug ist schon da mit der roten Lok, aber die muss jetzt noch wegfahren. Und wie man sieht, wird hier fleißig gebaut und wir haben weniger als den halben Bahnhof zur Verfügung momentan. So, nach einer ganzen Weile ist meine Lok jetzt auf dem Zug. Und dann geht es wiederum mit einer Lok bis Kufstein und dann ab Kufstein eine zweite 186 dazu. Also im Prinzip genauso wie gestern. Ja, ich habe es mittlerweile einen Bahnhof weiter geschafft. Das war jetzt schon ein bisschen abenteuerlich, oder was heißt abenteuerlich, schon ein bisschen aufregend im Vergleich zum Regelbetrieb, weil erstens hat der Zugfunk gerade erstmal ein bisschen gesponnen bei meiner Lok. Und dann musste ich natürlich ausgerechnet einen Befehl diktiert bekommen, weil eine Rotausleuchtung war auf der Strecke zwischen München-Ostfang, Schäferhof und Trudering. Das heißt, ich musste auf Sicht fahren und auch an den roten Signalen sozusagen vorbeifahren. Also Befehl schreiben, wie gesagt. Und das habe ich jetzt gemacht und jetzt mittlerweile geht eben auch mein Zugfunk wieder. Und ja, jetzt mal schauen, wie es hier weitergeht. Ja, das Wetter ist auch nicht gerade das Beste. Ja, ich stand jetzt eine Weile in Trudering schon und habe ein paar Personenzüge vorbeigelassen. Und jetzt stehe ich schon wieder in Zorneding. Und hier geht gerade wirklich die Welt unter, wie man vielleicht auch hört am Regen. Also es ist wirklich selten, dass der Scheibenwischer schon gar nicht mehr richtig nachkommt, selbst in der stärksten Stellung. Und ich soll jetzt, weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, also 3 Überholungen soll ich hier bekommen. Mal gucken. Der erste. Ekelhaftes Wetter. Oh, mittlerweile der Regen ein bisschen nachgelassen. Das ist der dritte Zug. Ich habe vorher gerade den Fehler gemacht, den Scheibenwischer auszuschalten, weil eben der Regen jetzt langsam ein bisschen nachgelassen hat und ich ja stehe. Aber das ist ja auch so ein bekannter Fehler bei der Lok, dass der Scheibenwischer dann einfach nicht mehr angeht. Und da muss man dann den LSS auslegen, weil ich vermute, dass dann das Relais einfach hängt. Und jetzt stehe ich natürlich, deswegen kann ich das problemlos machen, aber während der Fahrt ist es natürlich dann doof, wenn das passiert. Das sind alles so Kleinigkeiten, mit denen man sich dann Gedanken machen muss oder wo man halt wissen sollte, wie man sowas behebt, beziehungsweise was man halt dann mit der Zeit einfach lernt. Tja, das ist ein bisschen ungünstig. Wie es aussieht, muss ich ein Stück 139 fahren. Weil die Lok da, die hinter der 139 steht, ist eigentlich die Lok, die ich jetzt kriegen soll. Und davor, ja, steht die 139. Ich muss nochmal kurz mit der Dispo Rücksprache halten, ob die vielleicht doch jetzt gleich jemand wegfährt oder was mit der geplant ist. Aber ich befürchte oder vermute fast, dass ich die selber wegfahren muss. Ja, ich habe zumindest insofern Glück, dass da jetzt ein Kollege gerade angefangen hat, ein Ortsdienst, der mir die Lok dann quasi wegfahren kann und mir helfen kann. Ich meine, bis der jetzt dann da ist, kann ich es wahrscheinlich auch selber wegfahren, aber ich werde sie mir zumindest schon mal aufrüsten, weil das kann bei 39 auch ein ziemlicher Prozess sein oder ein paar Minuten dauern. Und dann läuft die schon, wenn er kommt. So, tatsächlich schon länger nicht auf der 139 gewesen. Das ist schon einige Monate her. Hoffen wir mal, dass ein Sonderluftbehälter noch Luft ist. Ja, das schaut ganz gut aus. Dann geht das relativ schnell. Muss ich noch kurz schauen, wo der den Richtungsschalter hingelegt hat. Wahrscheinlich zum anderen Führerstand.
So. Ah, kann sogar in der Abluftbehälterleitung noch Luft. Also die Lok kann noch nicht sehr lange stehen. Ja, der Kollege ist gerade gekommen. Der wird die jetzt gleich wegfahren und dann kann ich mit meiner Lok auf meinen Zug. Da fährt sie schon dahin. Ja, der Scheibenwisch ist auch wieder in sehr gutem Zustand, wie es aussieht. Naja, geht so. Ja, es geht natürlich jetzt noch ein bisschen schneller, als wenn ich das jetzt selber gemacht hätte. Von daher alles gut. So. Die Bremsprobe auch beendet und ich habe hier meinen Tandem zusammen. Dann kann ich endlich zum Brenner starten. Normal sollte ich jetzt schon am Brenner sein eigentlich. Naja. Ja, neue Überraschung. Jetzt stand ich eine Weile in Kufstein, was schon so ein bisschen verdächtig war jetzt, weil eigentlich nicht viel gefahren ist. Und jetzt hat mich gerade der Zuglenker angerufen. Mein Zug wird geweigert von Italien. Ich muss ihn abstellen in Brixlek, also hinter Wörgl, der nächste größere Bahnhof sozusagen, oder der nächste Bahnhof, wenn man so will. Ja, wie es dann weitergeht, muss ich die Dispo jetzt natürlich noch überlegen. Also ob ich den Zug mit Loks so stehen lasse oder ob ich die Loks wieder hier nach Kufstein fahre oder ob ich es vielleicht sogar zum Brenner fahre, was aber jetzt in meinen Augen wenig Sinn machen würde. Ja, ich lasse mich überraschen, aber auf jeden Fall ist es schon wieder lustig, weil wenn ich wirklich noch zum Brenner muss, dann ja, wird das alles noch länger dauern, beziehungsweise weiß ich gar nicht wie, außer beim Taxi. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Ja. Also jetzt bin ich hier in Brixlek und der Plan ist tatsächlich, dass ich den Zug hier stehen lasse, aber mit den Loks zum Brenner fahre. Was natürlich jetzt ein bisschen aufwendiger macht für mich mit dem Zug sichern, weil das wäre etwas einfacher gewesen, wenn ich die Loks draufgelassen hätte, aber naja, gut. So komme ich hier zumindest ja, problemlos weg, wenn man so will. Aber naja, jetzt muss ich erstmal den Zug sichern und dann schaue ich mal, wie ich zum Brenner komme. Oder ob ich dann einfach unter der Zugnummer weiterfahre oder mit einer extra Zugnummer und so weiter, aber jetzt, wie gesagt, erstmal Zug sichern und dann schauen wir weiter. Zum Glück ist kein schlechtes Wetter wenigstens. So, mittlerweile am Brenner angekommen, Lokzug. Das ging natürlich jetzt relativ schnell. Da drüben steht schon mein Zug. Und ich muss jetzt die Loks natürlich noch abstellen und ja, ich habe insofern jetzt wahrscheinlich Glück, weil ursprünglich wäre es geplant gewesen, dass ich sogar drei Loks hier irgendwie am Brenner bekomme oder auf dem Zug drauf sind und ich dann halt zwei in Kufstein abstellen muss. Aber ich glaube, das wurde jetzt umgeplant, dass ich mit den 289ern hier durchfahren kann bis München, was natürlich auch wieder extrem viel Zeit spart. Und ja, von einer Stunde hätte ich ungefähr abfahren sollen. Das werde ich natürlich jetzt noch weiter ausbauen, die Verspätung. Aber ja, es hält sich zumindest noch in Grenzen. Ach ja, übrigens am Brenner, das Gleis 12 da ganz links drüben ist übrigens schon wieder gesperrt. Also die Freude über alle Gleise am Brenner hat nicht lange angehalten. So, auf meinen 189er angekommen. Jetzt muss ich dann im Endeffekt nur noch Bremsprobe machen und die Lok halt fertig vorbereiten. Oder halt umgekehrt, erst die Lok vorbereiten, dann die Bremsprobe. Aber jetzt darf ich dann noch nochmal durch den Regen laufen und mir einen Befehl holen im Bahnhof. Der Befehl ist eigentlich da, um Zeit zu sparen, weil diese Kontrollstelle am Brenner ist quasi außer Kraft gesetzt. Das heißt, du musst da nicht mit 20 km/h vorbeifahren, sondern man kann ganz normal vorbeifahren, was ja grundsätzlich schön und gut ist. Aber die Zeit, die ich jetzt brauche, dahinter zu laufen, mir den Befehl zu holen, da könnte ich auch einfach mit 20 km/h fahren. Also irgendwie, naja. So, endlich abfahrbereit am Brenner. Ja, genau jetzt sollte ich eigentlich durch Kufstein fahren. Also, naja. Aber immerhin kann ich durch Kufstein fahren, weil, wie gesagt, wenn ich da nochmal hätte stehen bleiben müssen, hätte ich noch mehr Zeit verloren. Somit ist zumindest noch eine gewisse Chance, dass ich, naja, pünktlich feiern werde ich nicht mehr kriegen, aber zumindest noch im Rahmen. So, das ging jetzt relativ problemlos nach München. Da steht mein Zug. Ich bin in Mohr, München Ostfalen-Riebernhof und habe jetzt Feierabend. Also ich bin dann halt tatsächlich ohne Halt vom Brenner durchgefahren, oder was heißt ohne Halt, ohne längeren Halt, sag ich mal. Bei ein paar Signalen bin ich mal kurz gestanden. Und ich bin über Holzkirchen gefahren, planmäßig. Und nachdem ich da jetzt eine gute Stunde Verspätung habe, ist da natürlich dann auch kein Personenzug mehr im Weg. Von dem her konnte ich dann da komplett durchfahren auf der eingleisigen Strecke. Und jetzt geht's nach Hause. Dann danke fürs Zuschauen.